Hallo, liebe Zuschauer, begrüße euch zu Star Wars, Starhawk auf dem Vectrex. Ja, jede Zufälligkeit mit Star Wars, wer jetzt an Episode 4 denkt, sind, glaube ich, rein zufällig. Wir fliegen hier diesen Tunnel entlang und haben allerdings, soweit ich bisher gespielt habe, am Ende kein Loch, in welches wir reinschießen müssen. Und wie wir sterben, ist mir bisher auch noch nicht so ganz bewusst. Vielleicht, wenn die Zeit abläuft oder so, sind wir tot. Obwohl, dann geht die Zeit einfach nur von vorne wieder los. Ja, lustige Ballerei hier auf Objekte, die auf uns zugeflogen kommen. Hat ein bisschen was vom Morhun. Ich sehe auch keine Lebensanzeige von uns. Ja. Es klingelt gerade das Telefon oder so ähnlich. Ich bin mir da so nicht sicher. Und es hat irgendwie gar keine Auswirkung, ob wir jetzt die Gegner treffen oder nicht. Das ist. Vielleicht muss ich aber in einer bestimmten Zeit. Genau, ich verstehe. Wir müssen 10.000 Punkte erreichen, damit die Uhr resettet wird. Und wenn die Uhr vorher runterläuft, dann sind wir tot. Kann das sein? Jetzt müssen wir auf 20.000 Punkte kommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir tot. Vermute ich jetzt mal. Wäre jetzt meine Idee. Wie soll man das denn schaffen? Ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Aber es ist so, bevor die Zeit hier oben in der Mitte angezeigt wird, heruntergelaufen ist, muss man 10.000 Punkte haben. Und innerhalb von einer Minute ist das jetzt mal gar nicht so unmachbar, wenn ich nicht die ganze Zeit daneben schießen würde. Aber danach hatte ich wie viele Sekunden Zeit? 25? Ein bisschen hart, also Freunde der Sonne. So gut konnte kein Rebellenpilot schießen, außer natürlich Luke Skywalker. Aber der hat ja jetzt keine Lust mehr, der hat sich auf einem fremden Planeten versteckt. Der aussah wie ein Felsen vor der schottischen Küste. Hoffentlich habe ich jetzt nichts gespoilert. Das wird knapp. Das wird knapp. Obwohl, ein Treffer noch. Noch einer. Wow, das war wirklich knapp. Vielleicht kriegt man auch umso mehr Bonuszeit. Je schneller man das erste Ziel erreicht. Das kann natürlich auch sein. Jetzt hatte ich 22 Sekunden, oder was? Das ist ja die Hölle. Und man weiß hier nirgendwo, auf was man jetzt als nächstes schießen soll. Es ist verlockend, verführend. Ja, 13.900 Punkte. Ist auch nicht so viel besser. Ein Versuch mache ich noch. Mal gucken, ob ich das mal ein bisschen schneller schaffe. Ja, die Gegner direkt am Horizont treffen, ist immer eine gute Idee. Also eine Massenballerei gegen die Zeit. Das ist schon in Ordnung. Macht Spaß. Damals, als es rauskam, 1979, bestimmt der Brüller. Boah, hier, Star Wars, für zu Hause. Muss ich haben. Muss ich spielen. Ja, bitte. Ja, man hat dann deutlich mehr Zeit. Je schneller man das schafft. Jetzt schieße ich wieder daneben. Das ist nicht so schön. Das ist übrigens auch wieder ein Spiel, welches Dauerfeuer hätte gut gebrauchen können. Oh Gott. Obwohl, das bringt alles nichts, wenn ich die Gegner nicht treffe. Gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Yes! Level Nummer 3! Nein! Wie oft habe ich jetzt an den einen allein vorbeigeschossen? Gibt's doch gar nicht! Och, so viele Gegner und ich treffe nichts hier, ey. Furchtbar. Verdammt nochmal! Die Macht war nicht mit mir! 25.600 Punkte, immerhin viel besser als in den ersten beiden Versuchen. Beim ersten hatte ich, glaube ich, auch nur 13.000 Punkte. Muss man nochmal nachgucken. 25.600 Punkte, hier gerne eine Highscore-Challenge. Ich freue mich auf eure Antwortvideos, ob ihr besser seid, ob mit euch die Macht ist. Man weiß es ja nicht. Starhawk. Doch, kann man spielen. Dafür, dass es von 1979 ist, ja, ist in Ordnung. Macht Spaß, macht irgendwie süchtig. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.